Hallo und herzlich willkommen zu Woche 7 im Kurs Soziale Medien und Schule. Für wen, wieso, wozu? In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den Potenzialen und Gefahren sozialer Medien in der Schule. Wir beantworten diese Woche die zentrale Frage, welchen Mehrwert haben soziale Medien in der Schule? Und fragen nach konkreten Möglichkeiten des Unterrichtseinsatzes ebenso wie nach allgemeinen Rahmenbedingungen wie, wie sollen Schulen generell mit sozialen Medien umgehen? Sollen sie erlauben oder verbieten? Unser Experte der Woche, Philipp Bampfler, kommt aus der Schweiz. Philipp Bampfler unterrichtet an der Kantonsschule Wettingen Deutsch und Philosophie und an der Universität Zürich Fachdidaktik Deutsch. Er berät Schulen im Umgang mit Social Media und hat dazu zwei Bücher geschrieben, einen Leitfaden für Lehrpersonen und eine Bilanz über die Auswirkungen von Social Media auf das Leben Jugendlicher. Er publiziert seine Gedanken und Analysen zu Social Media Phänomenen regelmäßig auf seinem Blog. schulesocialmedia.com. Die Schülerinnen und Schüler des BG, BAG und MG der Hackengasse in Graz geben uns diese Woche Einblick in ihren Schulalltag und erzählen, ob und wenn ja, wie ihre Lehrerinnen und Lehrer soziale Medien im Unterricht nutzen. Außerdem berichten sie uns, wie die sozialen Medien, zum Beispiel WhatsApp, von ihnen eingesetzt werden, um sich gegenseitig beim Lernen zu unterstützen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Absolvierung von Woche 7.